Musste sein, tut mir leid. Nee, tut mir nicht leid, ist in meinem Mund gelandet. Please, Freundschaften. Dann könnt ihr die fragen, ob die richtig bestehen. Ich finde dich zwar scheiße, aber ich will die Monsterbox. Oh nein, Rede! Schäm dich! Hallo! Ja, schön, dass du dabei bist. Was soll ich euch sagen? Monsterchen ist wieder da. Schlaufüchse unter euch werden festgestellt haben, ein neues Design. Ich weiß nicht, was das soll. Ich finde das blöd. Mir hat das alte Monsterchen besser gefallen, aber die werden sich was dabei gedacht haben. Für die, die neu hier bei mir sind und die Monsterbox noch nicht kennen sollten, es ist eine, ich würde sie jetzt so ähnlich hier mit uns in Deutschland mit der Trend Raider vergleichen, obwohl, oder mittlerweile auch die Brand News Foodbox, die hat ja auch angefangen, da auch immer andere Sachen noch mit reinzupacken. Und so ist es bei der Monsterbox auch. Ihr könnt Sachen aus dem Haushalt mal drin haben oder Nahrungsergänzungsmittel. Also wie so eine kleine Lifestyle-Box. Der Nachteil, ihr bekommt sie nur mit einer niederländischen Wohnadresse. Kostet also, ich glaube, 16,95 oder 17,95. Ne? Ich meine, mein aufgerundet, also um die 17 Euro jetzt. Ich habe halt das wunderbare Glück, dass ein seit meinen Kindheitstagen vorhandener Freund, oder wahrscheinlich schon davor, das weiß ich jetzt gar nicht, wir können uns nur beide nicht dran erinnern, aber wirklich schon ewig bekannter und auch freundschaftlich verbundener Mensch, der in den Niederlanden lebt mit seiner Frau und Heidi und Peter, die heißen wirklich so, bringen mir dann immer netterweise die Box oder ich hole sie ab, je nachdem, wie sich das jetzt gerade so ergibt und die bestellen mir die halt immer extra. So, auch in dem Sinne, es gibt wieder das Angebot für euch, ja. Eine Box habe ich jetzt gerade noch hier für euch mitbestellt, die würde ich auch sofort losschicken können. Bei den anderen müssen wir einfach darauf hoffen, dass es die Box noch gibt, bis jetzt dieses Video online kommt. Ich habe diesmal weniger bestellt, weil ich hatte ja letztens eine bestellt, auch als Gewinn für euch. Das war ja der Mega-Hype, dass ihr die gewinnen konntet. Und ich hatte aber 6 noch zusätzlich bestellt, weil vorher immer hieß, oh, ich will die unbedingt mal haben und oh ja und bitte. Und ja, dann hatte ich das aber gesagt und keiner wollte sie. Und ich stand dann hier mit den Boxen und hatte sie bezahlt. Ne? Ich weiß von 2, die haben geschrieben, ja, nee, ich meinte eher so, nächstes Mal, ja, war aber blöd für mich gelaufen, aber egal, was soll ich jetzt darüber rumjammern, ich bin sie ja irgendwie noch quitt geworden, nur habe ich deswegen auch diesmal nur eine erstmal bisher bestellt, die jetzt hier parat steht, dass ich sie euch schicken könnte oder einem schicken könnte, würde dann inklusive Versand, ich glaube, irgendwas so um die 24 Euro kommen. Also ich wäre dann dazu bereit, euch die zuzuschicken, müsst ihr mir halt einfach nur Bescheid geben. Wie gesagt, der Erste, der sie haben will, der kriegt sie auch. Wir gucken jetzt mal rein. Ich habe den Inhalt bereits gesehen. Es könnte aber sein, wichtiger Hinweis auch, falls jemand die Box möchte, dass vielleicht ein Teil anders ist, dass es hier drin fehlt, dafür ein anderes drin ist, weil das hatte ich mit Heidi nämlich. Deswegen habe ich die schon aufgemacht, weil wir mal direkt vergleichen wollten, ob es der gleiche Inhalt ist. Ne? Und meine Tochter, das war so süß, das muss ich schnell noch erzählen. Meine Tochter war ja mit dabei diesmal, als ich die aufgemacht habe. Und die stand da, oder wie man saß, dann hat nur so einen Kopf zu schütteln. Ich sage, was schüttelst du die ganze Zeit mit dem Kopf? Ne? Ich sagte, Mama, ist das unglaublich. Du bist ja wirklich so wie in den Videos. Ne? Ich sage, hä? Ja, natürlich bin ich wie in den Videos. Du kennst mich dort. Ich sagte, nein, jetzt hier mit, du bist ja wirklich über jedes Teil dich am Freuen. Egal, was du da rausholst. Ich sage, ja klar, was denkst denn du sonst? Ich bin so. Muss ich dir das erklären, dass ich so bescheuert bin? Aber ne, ich habe da verstanden, wie sie das meinte. Ne? So, immer mal, ich wollte dich doch gar nicht jetzt angehen. Ne? Ich sage, nein, aber ich war überrascht, dass man überhaupt das so in Frage stellen könnte. Also deswegen, meine Freude hält sich jetzt etwas zurück. Ich weiß, was drin ist, aber freuen tue ich mich trotzdem drüber. Und zwar habe ich hier einmal neu von der Marke Davis ja, Feinprovers, also ich sage mal übersetzt Leckerschmecker. Und zwar haben wir als Produkt drin, da seht ihr die Nüsse, ne? Also, und drin sind ein Mix von gebackenen Cashewnüssen
mit einem Hauch Rosmarin und Thymian, ungesalzenen Mandeln, gerösteten ungesalzenen Pekannüssen und Kürbisstückchen. Lecker, lecker, lecker. Und Leute, ich sag ich nur, ihr habt es probiert. Aber ich war nachher brav, habe dann nachher so etwas nach einem Drittel meinem Mann gegeben. Hab aber wohl gesagt, die nächste Tüte gebe ich nichts mehr von ab. Weil der weiß das nämlich nicht zu würdigen. Leer. Und ich dann denke, ja, Cheetos. Die Marke kennt man mittlerweile auch hier eigentlich ganz gut in Deutschland. Und das ist dieser Flips, Paprika-Flips sind da drin. Und ich muss sagen, die habe ich diesmal wirklich gut vertragen. Ne? Ich habe ja erzählt, ich kann nicht mehr alles so hier irgendwie so mit Mais, mit diesen Pulverzeugs, was da drauf ist. Aber die ja. Und die sind, das kommt jetzt wahrscheinlich gar nicht so extrem rüber, wenn ich die aufmache mit meiner Kamera. Die sind wirklich knalli-orange. Ja doch, es kommt rüber. Also nicht wie hier so leicht. Pustekuchen, Leute. Guck mal. Oh. Musste sein, tut mir leid. Nee, tut mir nicht leid, das ist in meinem Mund gelandet. Ich stelle sie aber direkt nach unten. Oh, die sind so lecker. Oh, also die haben wirklich diesen Suchtfaktor, ich will mehr. Dann, achso, wenn jemand jetzt sagt, ja, wieso zeigst du uns die Box, wenn wir sie nicht bestellen können? Weil ich mal zweimal Umfragen gestartet habe. Und in beiden Umfragen wurde gesagt, bitte unbedingt zeigen, auch wenn wir sie nicht bestellen können. Wir finden es mega interessant, was es da so in anderen Ländern gibt. Das ist ja so ähnlich wie bei Vernasche die Welt. Gut, da kann man sie halt bestellen. Aber ihr findet es wirklich interessant, das zu sehen. Nur für die, die jetzt sich wundern, warum ich euch dann diese Box zeige, die ihr nicht bekommen könnt. Aber wie gesagt, erstens, vielleicht wisst ihr ja, dass ihr demnächst da in Holland in Urlaub seid. Schließt Freundschaften. Schließt Freundschaften. Dann könnt ihr die fragen, ob die euch die bestellen. Ich finde die zwar scheiße, aber ich will die Monsterbox. Oh ne, Irene! Schäm dich! Ja, Leute, ich habe jetzt gerade Kopfkino. Bake it, squeeze, Pretzels. Ja, wie ihr wisst, an sich nicht so der Freund von Pretzel. Ich habe auch gedacht, das sind eigentlich Brotscheiben. Aber ich finde die trotzdem praktisch. Also, was steht denn da? Habe ich hier überhaupt was in Deutsch? Nein, ich habe es in allen möglichen Sprachen, aber ich kann ja auch einsingen Niederländisch. Auch in Great Britain, wie wäre es denn einfach mit Niederländisch? Frankreich, LV, wie viel steht denn in Deutsch? Ja, keine Ahnung. Pretzels mit Seesalz. Ich habe jetzt, oh, jetzt habe ich hier wieder so mein Lachen unterdrücken müssen. Jetzt ist total auf die Stimmbänder gegangen. So, Lecksans, es heißt wirklich so. Saaten and Sea Salt, also für mich heißt es wahrscheinlich Saaten und Seesalz. Soweit ich mich noch hier da irgendwie halbwegs meines Niederländisch erinnere, aber eigentlich kann ich fließen. Deswegen, ich versuche die ganze Zeit für euch auch irgendwo auf Deutsch zu finden, aber finde ich nicht. Also auf gut Deutsch Knäckebrot. Ja. Aber ich versuche rauszufinden, wo es denn original kommt. Finde ich nicht. Irgendwoher. Irgendwoher. Aber das ist natürlich saulecker, ne? Wenn ihr da jetzt so ein bisschen einfach, kennt ihr ja auch bei normalem Knäckebrot, ne? Einfach so einen leckeren Kräuterquark drüber, yummy. So. Genau, das war es, Teriyaki. Ich hatte darauf gehofft, ich hätte eine andere Sorte drin, aber habe ich nicht. Das heißt Maggi Magic Asia Saucy Noodles Teriyaki. Das heißt, das wandert in das nächste Food-Wander-Paket. Deswegen bleibt das mal plopp direkt hier draußen. Ich glaube, da wird sowieso wieder so einiges von dem Food-Wander-Paket landen. Also, weil wie gesagt, ich habe zwei Pakete, eine für mich sowieso und eine fürs Foodwander-Paket direkt mitbestellt. Also keine ganze. Das wollte ich am liebsten behalten. Will behalte ich und den Rest gebe ich weiter. So, hier, wie das wird auch weiter wandern. Mexicanes Wraps. Davon hatte ich letztens dieses mit den Nachos. Und deswegen, das ist noch bis 12.2025 haltbar und das wandert weiter. Ich gucke gerade, was braucht man denn noch dafür? Und zwar einmal hier dieses Tütchen, dann 6 Wraps muss man dazu kaufen, 150 Gramm Eisbergsalat geschnitten und 100 Gramm geraspelten Käse
und fertig sind die leckeren Wraps. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich die Robert rausnimmt, weil ich weiß, dass der Wraps liebt. So, Doritos Bets Sweet Paprika. Das sind diese kleinen Ringlis, heißen die, glaube ich, bei uns. Die Marke Doritos kennt man bei uns mittlerweile auch. Dann das Grolsch Sommerzeit 0,0%. Leute, das hat mir tatsächlich jetzt hier am Wochenende so ein bisschen den Besuch gerettet. Da waren noch zwei, drei Sachen, die da drin sind. Ich hatte nämlich nur noch eine Flasche alkoholfreies Radler da. Und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte jetzt hier noch zwei, drei andere Sachen anbieten, aber das ist halt so querbeet. Die hat sich tierisch gefreut und hat gesagt, das hat richtig lecker geschmeckt. Ne? Das ist irgendwie so was Fruchtiges gewesen. Ne? ja, zart, bitter und fruchtig vom Geschmack. Also zart, herb, nicht zart, bitter. Zart, herb und fruchtig vom Geschmack. Dann, don't eat it, drink it. Zero Sugar Rocket Ice Lolly Candy Can. Kennt die irgendwer? Ich dachte eher so Candy Can. Entweder ist es so eine Art Nachmachung von der... Ihr wisst, wen ich meine. Hier diese Deutsch-Rapperin. Ich komme gerade nicht drauf. Oder Candy Can ist eine Marke, die ich schon mal bei Action gesehen habe. Ich weiß es jetzt nicht. Also, aber hier steht nicht, dass es ein Energy Drink ist. Hier steht Sparkling Refreshing. Drink with Orange Raspberry. Pineapple Flavor. Also von daher hoffe ich jetzt einfach mal darauf, ne, dass das da nicht irgendwie mit Alkohol ist. Was habe ich denn hier? Aber hier steht es auch nochmal in Deutsch. Erfrischungsgetränk mit Kohlensäure mit dem Geschmack nach Orange, Himbeer, Ananas mit Süßungsmitteln. Das, was ich gesagt habe. Wasser, Kohlensäure, Säurungsmittel, Zitronensäure, Säureregulator und das wär's. Färbendes Lebensmittel, Süßungsmittel und wohl zwei Süßungsmittel drin. Ja, aber zumindest kein Energydrink. Also von daher, werde ich jetzt gerade wieder so dunkel oder sieht das nur für mich jetzt so aus? Ich dachte gerade schon. So, da sind wir mit dem, was ich gesagt habe. Nahrungsergänzungsmittel könnt ihr da auch mal drin finden und meistens recht hochwertige. A. Vogel kenne ich jetzt nicht. Also für Fokus und Konzentration Kautabletten Magnesium. Für mentale Fitness. Ah, es sei immer so dahingestellt. Ich weiß, viele von euch schreiben immer, dass sie das etwas schwierig finden, wenn man sowas in der Box drin hat. Ja, jetzt bei so einer Art Lifestyle-Box finde ich es aber nicht schlimm. Was ich schlimm finde, ist, dass ich tatsächlich jetzt hier wieder mit dem Licht kämpfe nach langer Zeit. So lange nicht mehr gehabt und jetzt irgendwie, es zieht sich auch draußen zu. Vielleicht deswegen. Also, entschuldigt, ich springe wieder hin und her mit Erzählen. Ja, ihr kennt es ja. Also, wie gesagt, viele finden das schwierig, das weiß ich. Aber ich finde immer, wenn man sie nicht möchte, gibt man sie einfach weiter. Fertig. Also, die schauen dann so aus. Ne? Sind wie viele drin? 28 Tabletten. Aber von daher, ich finde immer, also haltbar bis Juni 25. Ich finde immer, wenn man sich nicht sicher ist, geht einfach zu eurem Hausarzt, fragt den oder geht glatt zum Apotheker eures Vertrauens und sagt, das habe ich jetzt nicht von Ihnen, das war in der Beautybox, aber Sie wissen ja, was ich sonst immer bei Ihnen hole. Kann ich das mit meinen Sachen nehmen? Dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, ich bleibe jetzt erstmal nochmal bei den Getränken und zwar Spa Fruit Strawberry Watermelon. Nicht, also ohne Kohlensäure, also still, finde ich sehr gut. Das kommt auch direkt nach rechts. Das kommt nämlich morgen mit. Ich habe morgen letzten Schultag und dann werde ich das mir gönnen. Uiuiui, die hat hier auch wieder einiges mitgemacht. Genau wie meine erste Box. Also diesmal haben die gelitten. Schokomel, 0% Zucker zugefügt. Erneuerter, also wie heißt es in Deutsch immer so schön, neue Rezeptur. Ich weiß nicht, was man bei Schokomel verbessern könnte. Schokomel ist Schokomel und das ist ein Statement und das ist lecker. Kommt auch direkt nach da. So, dann, das hat die Dame auch getrunken und wirklich sich drüber gefreut, weil sie sagt, das war lecker. Corona Zero, 0,0%. Das ist so dieses alkoholfreie Bier. Kennt man ja noch. So, dann ein großer Karton. Und zwar Dappelfriss, so heißt das in Holland, Dappelfriss Boost, Ananas und Mango mit Apfel. So,
natürlich schon probiert. Oh, der ist lecker, der ist so lecker. Und mir hat es auch gut geschmeckt, den einfach noch mit ein bisschen Wasser zu verdünnen. Also ich habe da diesmal mit Kohlensäure genommen und also Medium. Und dadurch hatte ich wie so eine Fruchtschorle. Also mir hat es echt gut geschmeckt. Dann Senf-Dill-Dressing mit 50% weniger Zucker. Das ist allein schon eine Spacey-Flasche, oder? Ich finde die genial. Ja, also von daher, die kann man auch immer gebrauchen. Ich bin kein Senf-Fan, aber ich finde so, das geht jetzt noch halbwegs. Dann habe ich eine, da habe ich mich auch tierisch drüber gefreut, die Sweet-Chili-Soße Guilt-Free Zero. Also ohne Zuckerzugabe. Und ich weiß nicht, wer von euch die jetzt so kennt, diese süß-saure Chili-Soße. Ich esse die super, also ist nicht zu vergleichen mit der süß-sauren Soße jetzt hier an McDonald's oder so, ne? Sondern wirklich Sweet Chili, die wird sehr häufig in der asiatischen Küche verwendet. Die nimmt man super gerne bei irgendwelchen Wokgerichten oder aber wenn ihr euch zum Beispiel Frühlingsrollen, Mini-Frühlingsrollen, wie auch immer macht, dazu die Soße, yummy. Guck mal, wir sind immer noch nicht fertig. Sag doch, das ist eine Knallerbox. So, Thema Lifestyle, und das fand ich super. VSM Kind, ein Prick-Weg-Spray. Ja, und zwar ist das dafür da, wenn ihr, das seht ihr hinten abgedruckt, da, wenn ihr Insektenstiche habt, was war noch, irgendwelche Brennesseln, Quallen, etc., etc., ja. Da habt ihr dieses Spray als erste Hilfe, das die Schwellung wegnimmt, was den Juckreiz mindert. Und sowas, finde ich, kann man immer, wirklich immer in jeder Handtasche, sollte man das so mit sich führen. Ist schön klein, praktisch. Und ich habe das, was ich jetzt bei mir in der Box hatte, auch schon in der einen Handtasche. Das andere wird bei mir jetzt im Auto landen, weil Handtaschen wechsle ich schon mal, Auto nicht. So, dann als kleine Probe von CeraVe, das kennen wir bei uns auch, The One Under the Sun. Also das heißt, ihr habt hier ein SPF 50 Sonnenschutzfaktor. Wobei ich schon gar nicht weiß, ob das wie groß jetzt die Originalgröße ist. Also so schaut es halt aus. Ihr habt diesen Applikator unten mit dabei, wenn ich das richtig sehe. Und der wird wahrscheinlich jetzt hier bei dem fehlen. Ich gehe davon aus, dass das jetzt nur so eine kleine Tube ist. Genau. Die habt ihr dann so offen. Und wie gesagt, das Original sieht so halt aus, dass das zumindest wie so ein Pinsel ist, ne? Ich kenne das Original jetzt nicht. Aber für normale bis trockene Haut und ist halt ein Sonnenschutzcreme. Auch die könnt ihr immer gebrauchen. Packe ich mir auch direkt, fällt mir gerade ein. In die Handtasche. Da, Handtasche. Da war Handtasche. So. So, wir haben noch vier Produkte. Ich sag ja, es ist eine Knallerbox wieder. Also ich würde fast wagen zu behaupten, es ist mit eine der besten Monsterboxen, die ich jemals hatte. So, und zwar fünf Riegel Made Good Chocolate Drizzled Granola Bars und zwar die Birthday Cake Flavor. Guckt mal. Ist die nicht cool? Müsli-Riegel mit Schokolade und Birthday-Geschmack. Ihr habt die glutenfreien Haferflocken, dann Reisstreusel darüber, violettes Süßkartoffel-Extra. Ich finde das total cool. Braune Reischip. Da ist ganz, ganz viel drin und das sieht einfach nur total niedlich aus mit diesen kleinen Perlen und dann den Streifen darüber. So, dann du für klein Maschi unterwegs. Free Sample von Lokolok. Ich winke meinem Mann gerade nur zu, der kommt gerade nach Hause. Die Firmis, Sweet Firmis mit Himbeergeschmack. Wie viel Gramm? 25 Gramm. Das ist so kleiner, weicher Speck, wie ihr seht, ne? Ist da auch wirklich das Gesicht abgebildet? Nee, das Gesicht von denen ist nicht drauf. Schade, wäre ja witzig gewesen, wenn auch das Gesicht da drauf gewesen wäre. So, und dann Ella's Kitchen. The Orange One, I'm Organic Squished Smoothie Fruits. Und zwar, wenn ich das jetzt richtig sehe, von der Abbildung her hätten wir ja Kokos und Mango oder so. Was haben wir denn? Wo bin ich denn? Was bin ich denn? Staying me in a cupboard? Ja, im Kühlschrank halten. Das ist mir jetzt klar. Aber was finde ich denn? Kredenzien. Apfel, Mango, Kokosnussmilch und Orangensaft und Zitronensaftkonzentrat. Ja. Die kennt man ja so, diese Quetschis, ne? So, und jetzt kommen wir noch mal wieder zu einem Lifestyle-Produkt, Haushaltsprodukt. Und zwar die Probiergröße ist das mit 250 Gramm. Das finde ich jetzt gar nicht mal so klein.
Und zwar habe ich hier leuchtende Farben Wäschebooster ohne Chlor von Vanish Oxy Action, der Farbschutz. Kennt man auch aus Deutschland, ne? Finde ich super. Für jetzt, wenn ich in Urlaub fahre oder so, das mitzunehmen. Obwohl, das werde ich wahrscheinlich eher im Urlaub nicht benutzen, sondern tatsächlich für zu Hause. Reicht ja, ne? Ab 20 Grad und in 30 Minuten. Super. Leute, Box ist leer. So, jetzt sagt mal, für 17 Euro, Hammer, oder? Wirklich Hammer. Bin ich ja mal gespannt, was ihr jetzt wieder so schreibt. Ich wiederhole, wenn es sie noch gibt, kann ich auch mehr als für nur eine Person noch nachbestellen. Ja, dann müsst ihr mir aber rasch antworten und vor allen Dingen, ihr müsst mir im Vorhinein, da müsst ihr mir halt einfach mal vertrauen, müsst ihr mir bitte das Geld überweisen. Und zwar über PayPal wird das dann laufen. Anders mache ich das nicht. Und ich nehme keine ganz, ganz Fremden, die ich überhaupt nicht kenne. Das ist auch nicht böse gemeint, aber ich habe jetzt hier so letztens ziemliche Schreckmomente gehabt, dass ich nicht weiß, ob ich gehackt worden bin. Ich bin da bis heute noch ängstlich und deswegen steht auch immer noch nicht fest, ob es gut gegangen ist. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger, ne? Aber ne, eine Box ist ja da. Die kann ich auf jeden Fall schon verschicken. Ich bin gespannt, wer sie von euch haben möchte. Wie gesagt, rechnet mit so 24 Euro, die ihr dafür bezahlen müsst. Das war's, ihr Lieben. Ich freue mich auf eure Kommentare und sage dann einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Monsterchen und ich sagen tschüss.